Hey Leute, ich bin der Patch von den Camping Cowboys. Heute zeige ich euch mal meinen Camper als Roomtour. Und das ist eher für die Leute, die immer überlegen sind und sich vielleicht nicht zutrauen, einen Camper zu bauen. Und dass das jeder kann, das zeige ich euch jetzt. So, ich habe es ja im Intro schon erwähnt. Das ist vielleicht nicht der schönste Camper, das ist vielleicht auch nicht der aufwendigste Camper. Das ist auch eine ganz andere Liga als der vom Scarf. Dieser Camper ist quasi von mir zusammengebaut und ich muss dazu sagen, ich hatte vorher noch nie eine Stichsäge in der Hand. Ich bin Bürotyp, ich habe keine Schreinerausbildung, ich habe gar nichts und ich bin auch kein Hobbyhandwerker. Also sprich, ich habe mir eine Stirnlampe gekauft, ich habe mir auf Amazon eine Stichsäge, einen Akkuschrauber und so einen Dreieckswinkelschleifer gekauft und damit habe ich das ausgebaut. Mehr hatte ich nicht. Vielleicht jetzt irgendwo noch ein Schraubendreher oder so, das brauche ich jetzt nicht erwähnen, aber von den Power-Tools nenne ich es mal her, war es das. Und genau, ich habe auch noch eine kleine Wohnung, sprich Stirnlampe, Tiefgarage und los ging's. So, ganz kurz zum Fahrzeug. Es ist ein Opel Vivaro in der Länge 2, Höhe 1. Mir war es immer wichtig, weil ich damit unterwegs sein will und auch weil ich kein Mechaniker bin. Das Auto muss fahren, deswegen wird da nicht... Es ist kein sonderlich alter, ich habe den gut geschossen, mit 16.000 Kilometern gab es den für 20.000. Das war ursprünglich mal der 9-Sitzer, also sprich vorne 3 Sitze im Cockpit und dann nochmal 2 Sitzreihen dahinter. Die Sitzreihen sind rausgeflogen und mein Ausbau kam rein. Angefangen habe ich mit USB-Platten, die habe ich mir im Baumarkt gekauft. Das waren 5 Stück, 22 mm, die sind jetzt hier drunter, das sieht man jetzt gerade nicht, weil hier nochmal ein Vinylboden drüber ist, da sage ich gleich was zu. Sprich, ich habe mir diese USB-Platten gekauft, habe den Teppich aus dem Camper rausgenommen, den auf die USB-Platten, die hatten Nut und Feder, also die konnte man zusammenstecken, einmal abgezeichnet und dann mit der Stichsäge ausgesägt. Wo man darauf achten muss, ist, dass die Verkleidungen an der Seitenwand natürlich immer in den Raum mit reingehen. Also der Teppich ist breiter als die Verkleidung, muss etwas mehr abtragen. Genau, dann wurde das ausgesägt, reingelegt. In Nut und Feder habe ich quasi noch Holzleim reingetan, damit das nochmal besser hebt. Und dann habe ich hier einen Vinylboden draufgeklebt, selbstklebend. Das war auch kein sonderlicher Act und der hält an sich auch ganz gut, wenn man das schön am Stück lässt und hier nicht irgendwie kleinstückelt, dann hebt es super. Den habe ich quasi der Optik halber und zur Liebe von meiner Freundin reingebaut. Dann hier eine schöne Aluleiste. Genau. Damit war das Fundament quasi getan. Jetzt ging es ums Bett. Das ist eigentlich so, ja, das Praktikabelste an der Geschichte. Mir war es wichtig, dass ich hier ein festes Bett drin habe. Wir haben hier 1,40 Meter auf 2 Meter Länge. Da habe ich auch einen richtigen Lattenrost reingebaut und so eine Schaummatratze, auf der ich und meine Freundin hervorragend schlafen. Und genau, der Trick an der Geschichte ist, ich habe mir alle im Vorfeld, bevor ich mir das Auto geholt habe, schon alte Möbel etc. aufgehoben. Und aus diesen Schrankwänden, also, was weiß ich, von einem hier Fernseherschrank, Sideboard und dann gibt es ja diese Seitenschränke zu, habe ich die Wände aufgehoben und habe mir quasi daraus das Bettgestell gebaut. Und wenn man hier mal schaut, sind das einfach nur an den Seiten, längs hinter, das sind alte Schrankwände, die habe ich mit Winkeln, dementsprechend 90 Grad Winkel, habe ich hier festgespackst an mehreren Stellen. Wichtig war, das ist natürlich schon mal, wenn man mit dem Bett sich bewegt, hält es natürlich stabil, wenn seitlich Belastung drauf kommt, reicht das noch nicht. Deswegen habe ich unter dem Bett überall so Bretter genommen. Das ist jetzt hier die Schranke, dass hier der Unterbau quasi nicht, dass hier die Kisten und das Klo nicht vorrutscht. Aber vom Prinzip her sind überall unterm Bett auf der Höhe nochmal aus den alten Schränken so Bretter quer und verschraubt. Und die geben dann die Stabilität quasi in diese Richtung. Also hier wackelt jetzt auch nichts mehr, das hält super fest. Der Lattenrost ist einfach festgeschraubt und genau, da ruckt nichts mehr und das hält seit einem Jahr. Drauf kommt eine Matratze. Ich muss zugeben, hier ist jetzt noch das Winter-Setup drauf. Das heißt, wir haben hier eine Unterdecke, eine dicke Decke und nochmal eine Sommerdecke übereinander. Damit haben wir bis minus 6 Grad gepennt. Das ging auch super, wir haben keine Heizung im Camper. Was wir uns jetzt noch gegönnt haben, damit man
nicht ins kalte Bett muss. Das ist aber reiner Luxus, braucht man nicht, weil hier auf Amazon so eine Heizdecke, die kommt an die Stromversorgung, die schaltet sich ab nach 45 Minuten und dann hat man ein zum Einschlafen ein super schön warmes Bett. So, dann kommt mal mit und ich zeige euch, was ich alles in meinem Camper habe. So, das Herzstück ist der Yeti 1400. Das ist so einer der größten Solargeneratoren, die es aktuell gibt. Dazu in einem anderen Video mehr. Da wird er auch mal verglichen mit dem G500, den der Scarf drin hat. Den braucht man sicherlich nicht zwingend, ist auch schweineteuer, aber er leistet auch sehr, sehr viel. Der Strom sollte einem da nicht ausgehen. Was könnt ihr damit machen? Ihr könnt über Solarpanel laden, ihr könnt über 12 Volt, also über einen Zigarettenanzünder laden und über die Steckdose. Interessant ist natürlich das Solar und da kann man aus einem 100 Watt Panel tatsächlich auch bis zu 90 Watt reinladen. Also ist auch sehr, sehr effizient das Ding und ja, Strom hat man ohne Ende. So, hier ist die Mobicool, das ist eine Kompressor-Kühlbox 40 Liter, kostet um die 300 Euro. Dazu können wir auch gerne mal ein Video machen. Kompressor-Kühlbox finde ich persönlich das A und O in Kombination mit so einem Solargenerator, weil hier die Effizienz einfach da ist. Die verbrauchen sehr, sehr viel. Man sieht es gerade auch, wir haben jetzt hier gerade 0 Watt Output, ja, obwohl die Kühlbox an ist. Es liegt einfach daran, dass sie ihre Zieltemperatur gerade hat und nicht nachkühlen muss. Die springt dann alle halbe Stunde mal an, kühlt nach und regelt dann wieder auf die eingestellten Grad, in dem Fall 3. Dieses Ding könnte theoretisch minus 15. Ja, finde ich eine super Geschichte. Man hat immer kühle Getränke, man kann sich Fleisch einkühlen, es verdirbt einem nichts. Sehr, 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 sehr cool. Ich hatte da vorne eine Kühlbox mit Gas, das war auch nicht schlecht, aber ich finde, es lohnt sich tatsächlich hier auf eine Kompressor-Kühlbox zu gehen. Jo, zum Kochen habe ich hier einfach quick and dirty unterm Sitz so eine Schüssel hier. Da habe ich ein kleines Kochset drin, Pfanne, Topf, dann Kaffeebecher, dann normale Getränkebecher, ein Toaster, den finde ich auch richtig genial. Den kann man auf den Campingkocher stellen und tatsächlich auch mit sehr gutem Ergebnis toasten. Ja, ein Schnittbrett, Messer, alles was man halt so braucht. Und dann kommt das hier einfach runter und weg ist es. Dann habe ich hier so einen Organizer gekauft. Das ist ein Organizer für einen Kofferraum eigentlich. Das Schöne an denen ist, die sind etwas länger. Man kriegt mehr rein und da ich hier diese Dreier-Sitzbank habe, fand ich das einfach perfekt. Mal hier Seife, Seife, die auch biologisch abbaubar ist. Damit kann man sich auch duschen, ohne die Umwelt zu verschmutzen. Hier Stahlschwamm, normaler Schwamm zum Reinigen. Hier oben habe ich ein First Aid Kit, Zebra-Rolle, einfach mit dem Expander festgemacht, Klorolle, Desinfektionsmittel, Zahnbürste und hier ein richtig cooler Topf, den habe ich nochmal separat, von dem kann ich mich auch nicht trennen, das ist ein Tatonka, kann ich auch mal zwei, drei Worte zu sagen, der ist, wenn euch das interessiert, lasst es mich wissen. Stirnlampen habe ich 2 Stück, finde ich einfach auch praktisch, weil man das Ding nicht... Und die Oma. Muss. Und die Oma. Die Oma für die macht Oma, Kaffee. Für die Oma habe ich tatsächlich mal einiges durchgemacht, was mich viele Stunden gekostet hat. Da war ich auf dem Weg nach Norwegen, hatte keine Oma, wollte eine zum Kaffee machen und ich war in 9 Supermärkten. Ja, kein Witz. Und es hat echt verdammt lang gedauert. Aber wir haben sie und ein 2-Euro-Artikel. 2-Euro-Artikel. So, dann geht's weiter. Kurze Sache zum Auto, was ich richtig geil finde. Der Opel Vivaro hat 2 Fenster, das war mir wichtig. Ich brauche immer frische Luft zum Pennen. Und wenn ihr Fenster drin habt, habt ihr kein Kondenswasser. Meiner ist ja nicht gedämmt. Ja, ihr seht ja, der Ausbau ist einfach, das kann jeder. Wenn ihr aber für eine gute Belüftung sorgt, habt ihr auch kein Kondenswasser im Auto. Klar, wir hatten einmal minus 6 Grad, natürlich war da die Scheibe auch angefroren etc. Aber sonst normal, keine Feuchtigkeit im Auto. Kommt mal mit, dann zeige ich euch den Camper von hinten. Von hinten? Von hinten, schön. So. So ist es eigentlich auch, wenn ich an meinem Ziel ankomme. Ich reiße hier das Ding einmal auf.
Dann kommt hier das Kissen weg. Dann seht ihr hier schon mein Boulder 100. Das ist mein Solarpanel, 100 Watt. Ist regenfest, staubfest etc. Das habe ich hier einfach fixiert mit ein bisschen Paracord. Ja, damit mir das beim Bremsmanöver nicht um die Ohren fliegt. Es kann aber auch gar nicht an Geschwindigkeit gewinnen, weil ich es direkt hier auf Kante immer anknote. Deswegen denke ich auch, dass so ein Paracord tut, auch wenn der TÜV da vielleicht was anderes zu melden hatte. Ich komme an, nehme mein Solarpanel vom Bett runter, gehe einmal vor. Entweder ich baue es auf und schließe es an den Solargenerator an oder jetzt in dem Fall keine Sonne mehr. Mache ich hier einfach auf, schmeiß meinen Parker hier vom Sitz runter und dann kommt das einfach da rein. So, das war's. Und genau, dann fange ich eigentlich an, die Kiste zu verdunkeln. Das Verdunkeln ist auch relativ easy gelöst bei uns. Meine Freundin hat hier bei Amazon so Abdunklungsstoff gekauft und hat hier einfach Magnete eingeklebt, tatsächlich genau mit so einem Textilkleber. Das nehmen wir einfach so einmal. Wie gesagt, hier ist alles praktisch und einfach. Ja. So, dann geht's einmal hier rein. Dann mache ich das. Ja, das wird alles ein bisschen schwieriger, wenn man älter ist. Ja, ich muss dazu sagen, das Video war auch eine spontane Idee. Und wir stehen ja hier schon ewig. Ich habe für euch alles nochmal zurückgebaut. Genau. Eigentlich war ja schon alles aufgebaut und alles war gut. War schon alles fertig, aber es sollte euch auch ein bisschen so zeigen, wie praktikabel das dann im Alltag ist. Ja, ob euch das gefällt oder nicht. Was man auch nicht verraten darf, ist, dass Frauchen den Bus vorher nochmal rausgewischt hat. Das ist wohl auch wahr. Aber hier ist er real. So ist es. So, genau. Dann einmal hier unten der Stuhl, der Tisch befindet sich normalerweise hier auch. Den haben wir jetzt nicht zurückgeräumt für euch. Unterm Bett, wenn ihr einmal reinschaut, seht ihr quasi den kompletten Stauraum. Der ist aber hinter den Wasserflaschen nochmal getrennt. Das zeige ich euch gleich nochmal. Da steht dann die Toilette. Die soll man ja vom Innenraum raus bedienen können. Deswegen haben wir da eine Trennung reingemacht. Und hier hinten passt wirklich einiges rein. Wir waren hier in Norwegen für, so viel zum Thema. Wie gesagt, der Frau gefällt das schön. Das ist dieser PVC, dieser Vinylboden. Wenn man den aber stückelt, dann hebt er nicht mehr tatsächlich. Also beim nächsten Mal würde ich es wahrscheinlich anders machen. Hier, das war eben gestückelt und da sieht man schon, es war tatsächlich jetzt das erste Mal, aber es war klar, dass das irgendwann passiert. So, hier hinten habe ich so eher das Essen, was man seltener braucht, so ein paar Dosen. Ja, das ist halt eher immer so die Räume. Und hier habe ich so Equipment-Geschichten. Genormte Box. Das sind diese Euroboxen. Ja. Euroboxen, die sind stapelbar. Das hat mir halt sehr gefallen, weil es einfach ist. Klar, andere machen Auszüge etc. Aber war meine erste Arbeit und deswegen ist das hier einfach praktikabel. Euroboxen, Zeug reinschmeißen und fertig. Und Absicht, dass die genau drunter passen, ne? Ja, klar. Ja, klar. Also, was soll's? Zahlen kann ich und messen kann ich auch. Tatsächlich. So. Genau, dann habe ich da noch so einen 12 Liter Wassertank. Da habe ich eher immer hier auch in dem Fall Wasser drin, unten vom Bach. Das nehme ich auch nicht zum Trinken, das ist einfach mal zum was abspülen etc. Dann habe ich den Kackstuhl. Das ist quasi Camping Cowboy Grundequipment. Camping Cowboy Grundequipment. Das ist zu der Campingtoilette, die ich eher für meine Frau habe. Da wird aber wirklich nur klein reingemacht in die Campingtoilette, damit man das auch mit dem Biozeug auch mal irgendwo theoretisch in Klo einfach schütten kann. Da braucht man dann keine extra hier so eine Camping-Wohnmobil-Entsorgungsstation, weil da nur Bioschmarrn drin ist und halt Pipi. Ja? Und zum wenn man tatsächlich mal groß muss, nehmen wir halt diesen Stuhl. Es geht eine Tüte drunter rein und dann ciao. Den Müll natürlich. So. Genau, dann zeige ich euch noch die Toilette.
dazu hier einmal diese Schranke entfernt und dann wird hier quasi diese Flenders-Toilette rausgenommen. Ja, ich brauche mir jetzt nicht zeigen, ist aber natürlich so. Und wird hier unten quasi einfach so ein Tank drin. Man riecht auch nichts, weil hier so ein Trennschieber dazwischen ist. Ja, und man hat auch eine kleine Spülung dabei. Wen es interessiert, schreibt es in die Kommentare. Dann machen wir auch gerne mal ein Toiletten... Video. Das wär mal was Tolles. So ein Toiletten-Camper-Video. So, wie kackt ihr zu Hause? Wie kackt ihr im Camper? Hier wieder eine Futterschublade. Wir haben tatsächlich jetzt den Frühjahrsputz gemacht und alles, was älter ist, mal in die Wohnung, damit schneller verbraucht wird. Weil wir hier tendenziell immer ein bisschen zu viel Dosen bei haben. Hier ein Marshmallow für den Kameramann. Danke. Nom nom nom. Nom nom nom. Lecker, lecker. Genau. Gewürze in der zweiten Box. Und unten dann wirklich alles, was hält, damit man einfach immer was zum Essen dabei hat. Auch wenn wir natürlich gerne grillen und frische Sachen, Gemüse etc. gerne essen. Das ist halt einfach was, was einem eben auch nicht weggammelt. Deswegen kann ich sowas immer empfehlen. Nudeln, Pesto, natürlich jeder das, was ihm auch tatsächlich schmeckt. Ja, Eurobox halt mega praktisch, stapelbar, endgeil. Rein damit. Dann kommt die Schranke wieder davor. Und dann ist es auch wieder abfahrbereit. Also alles einfach praktikabel. Hier an der Seite noch ein paar Schluppen. Schluppi. Ist auch immer gut zu haben, wenn man nachts mal raus muss. So, dann, was ich vorhin vergessen habe, nochmal ganz kurz auf die Fenster möchte ich eingehen. Das sind quasi in der Mitte, wenn du das mal zeigen kannst, da hier sieht man es vielleicht, das sind Schiebefenster, die man zur Seite rausschieben kann bei dem Opel Vivaro. Und das, was ihr gerade draußen gesehen habt, hier nochmal von innen, das sind Inlets mit Stahlgitter. Die bleiben auch so, man kann jetzt das Fenster hier auch nicht mehr schließen. Ja, das ist jetzt so. Braucht ihr aber nicht, weil egal wie es schifft, das drückt es auch während der Fahrt bei 120 oder etc. Es drückt es nicht rein. Und die werden hier einfach gegengekontert. Und jetzt habt ihr das auf beiden Seiten und dann habt ihr hier einen super Durchzug und ein super Klima im Auto. Kostet leider echt viel, aber es ist auch gut verarbeitet. 90 Euro pro Stück muss man dafür ansetzen, also sprich 180 Euro, hat sich aber richtig gelohnt. So, jetzt vielleicht noch ein Wort zu dem Opel selber. Ich habe es ja anfangs schon gesagt, mit 16.000 Kilometer, Baujahr 2017, gab es den für 20.000 Euro. Er hat nicht die Welt an Ausstattung, aber das Infotainment-System drin mit Navigationssystem. Er hat den Scheibenwischerautomatik drin. Das ist ein Handschalter und er hat einen Tempomaten. Das war es letztendlich. Was mir noch gefällt, sind die rustikalen Handwerkerablagen. Da passt halt auch wirklich immer einiges rein. Das Handschuhfach ist auch richtig groß. Da müsste man halt hier mal sein Graffel wegnehmen. Das ist auf jeden Fall ein Riesending. Zigarettenanzünder, wo sich hinten auch einer befindet. Hier noch ein Becherhalter. Zigarettenanzünder, ganz wichtig, 12 Volt Anschluss. Richtig, 12 Volt. Ah ja. Vorne und hinten, wo ihr auch dann wieder den Yeti zum Beispiel oder euren Solargenerator laden könnt. Also könnte man rein theoretisch hinten auch noch eine Kühlbox anstecken. Ich glaube, die ist hinten links, ne? An der Tür. Da ist der 12 Volt, genau. Genau. Was ich an deinem Camper so geil finde, rein theoretisch könntest du ja alles zurückbauen. Richtig, ja. Wir haben keine Verankerungen irgendwie in der Karosserie. Wir haben nicht in den Himmel getackert oder irgendwas. Diese USB-Platten, die liegen einfach drin. Die sind auch nicht verschraubt. Bauartbedingt kann sich da auch gar nichts verschieben. Ihr habt ja Radkästen etc., wo die drum ausgeschnitten sind. Deswegen, man könnte hier jetzt einfach alles rausreißen, die zwei Sitzbänke wieder in den Boden einklicken. Die sind einfach über den Standardboden, sind diese USB-Platten drüber gelegt. Wenn ich das rausreiße, kann ich da diese zwei Sitzbeine wieder reintun und dann ist die Karre wieder wie neu. Oder schaut wieder aus wie der Opel Vivaro Familienpampers. Bomber. Bomber. Läuft. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen über meinen Opel Vivaro Camper-Ausbau. Wie gesagt, super einfach gemacht, aber praktikabel. Damit würde jeder Spaß haben, der sich vielleicht das bis jetzt nicht zugetraut hat, so wie das bei mir ja auch war. Und dann habe ich es einfach gemacht.
Das kann wirklich jeder, da ist keine Handwerkskunst dabei. Macht es, kommt's raus, kauft euch so eine Karre, wenn ihr wollt, und fangt einfach an, ihr kriegt es hin. Warte mal, die Haken sind scheiße. Es kommt das Auto. Seine Haare scheiße sind, ja, das ist wichtig, das interessiert doch jeden. Bis zum nächsten Mal. Servus.